So, Freunde, hier bin ich wieder und es kann genau weitergehen. So. Darüber, wie es ist, ein Prepper zu sein. Gut, dass du auf den Beinen bist. Warum? Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn es so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt ein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Ja, viel Glück. Ich habe aber schon einen Bogen. Ich habe ja schon einen Bogen hier. Guck. Haha. Gut. Was haben wir denn hier für Fernsehprogramme? Ein Zettel. Notiz von Eli. Wie du schon sehen konntest, ist die Lage da draußen ziemlich übel geworden. Oh ja. Whitey und ich haben überall in den Wäldern kleine Lager mit Ausrüstung und Vorräten versteckt. Wenn dir mal was fehlt, dann nimm dir daraus ruhig alles, was du brauchst. Wir Whitetails müssen aufeinander aufpassen. Eli. Ja. Gut. Da ist noch ein Zettel. Oh, jetzt muss ich wieder niesen. Fange ich an, muss ich wieder niesen. Moment. Das ist irgendwie, keine Ahnung, eine Aufnahmekrankheit oder sowas. Ach ja, der Whitetail-Schwur. Die Weite sind freigeboren. Wir werden alles tun, um zu überleben. Wir lassen nie einen Mann zurück. Wir leisten Widerstand, bis wir frei von Tyrannei sind. Nichts ist schöner als zu jagen. Ja, was ist das? Ach so, Pfeile. Nee, Wurf, was? Das sind Pfeile, keine Wurfmesser. Gut. Was ist mit dir, Kollege? Schön. Genau die Person, nach der ich gesucht habe. Ach ja? Die Whitetail-Miliz ist schon lange bereit für diesen Kampf. Eli hat dafür gesorgt, dass es überall Vorratsbunker gibt. Waffen, Munition, was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein, oder? Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Und nicht in irgendeinem Bunker. Und auf gar keinen Fall dürfen die Peggys über das Zeug stolpern. Also, wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke. Frag mich nicht, warum. Sicherheitsmaßnahmen oder sowas. Der Kundschafter oben auf dem Jefferson-Aussichtsturm sollte eine haben. Ist gleich westlich von hier. Viel Glück und sei vorsichtig da draußen. Das bin ich doch immer. Ach so, eine Playlist, ne, brauche ich nicht, danke. Hoffentlich gibt's hier keine Bären. Naja, Bären gibt's draußen. Tagchen. Tag. Eli mag dich, also musst du in Ordnung sein. Ja. Jacobs Gedankenkontrolle kann er echt fertig machen. Gut, dass wir dich schnell befreien konnten.
Okay. Dann. Ja. Nochmal einmal hier so durch das Lager. Abstellkammer oder was? Kaufen brauche ich nichts. Ich habe ja alles, ne? Wir haben 52.500. Munition brauche ich nicht. Gewehrmunition. Naja, machen wir einmal voll. So. Und ansonsten. Fließendes Hoch Wasser. geht es jetzt hier wieder raus. Vielleicht hier. Hat sich ein Schaltkreis überladen. Neues Charakter entdeckt. Tammy Barnes. Was machst du da? Ah, dir geht's anscheinend besser. Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Wheatie versucht einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Okay. Erledige das. Ja. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Okay. Wenn du denkst, dass du bereit bist, bist du es nicht. Irgendwas fehlt immer. Du hast ein bisschen Ähnlichkeit mit der einen von Walking Dead, da glaube ich, die junge. Wie heißt Making oder so? Keine Ahnung. Wir kämpfen uns allmählich voran, aber langsam wird. Ja. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Oder? Gut, gehen wir mal weiter. Ist zäh. Eine Hitze ist heute draußen wieder mal und hier drin, ey, das ist unglaublich, ey. 30 Grad und ja. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Ach ja. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Ja, mach das. So, was müssen wir denn jetzt hier laut Auftrag machen? Logbuch. Ui, da sind ja wieder ein paar dazugekommen. Rette die Angehörigen der Wild Tail Miliz, die als Geiseln im Besucherzentrum gehalten werden. Aha, okay. Mache ich das mal. Aber ich habe ja noch. Ich keine Ahnung. Der hat noch gar keine umgebracht hier. Dann nehmen wir den mal mit. So, wir haben 51 Vorteilspunkte hier verfügbar. Wow. Warte mal, ich kann jetzt hier meine Gesundheit. Okay. Warum nicht? So. Was kann ich denn noch mitnehmen? Also machen. Schnelleres Nachladen. Schnelleres Nachladen. Bei MPs und Rotflinten. Mehr Stabilität. Oh. Gut, was ist das hier? Rebellabsprung. Schalte die Möglichkeit frei, nach einer Schnellreise über dem Ziel abzuspringen. Ich meine, was soll ich
eine Schnellreise und dann bin ich zack, bin ich sowieso unten am Ort. Also, warum soll ich dann von oben nochmal abspringen? Macht für mich erstmal keinen Sinn. Schwergewichtsmeister. Schnelleres Nachladen, ziehen, wechseln. Sechs Punkte. Dann haben wir das hier. Gewehrmeister. Schnelleres Nachladen, ziehen, wechseln, Gewehren und Scharfschützengewehren. Könnte man gebrauchen. Ich gucke nochmal hier durch. Nee. Takedown Master, das möchte ich nicht. Leiser. Naja, leiser ist. Flinke Finger. Oh, mal sehen, was wir noch hier haben jetzt. Erstmal. Schnelleres Nachladen. Weg von Bögen. Ach, Bogen meinst du so aus der Ferne. Da brauche ich dich nicht unbedingt noch schneller nachladen. Nahkampfmeister. Nahkampfwaffen sind robuster. Schnelleres Nachladen und so. Von Faust und Nahkampfwaffen. Was gibt's hier? Nee, Druckwerfen ist Quatsch. Geist. Gehe, sprinte und lande leiser. Erleide weniger Schaden durch Stürze. Ja, das kann man nehmen. Das ist so. Oh, Trophäe erhalten. Überlebenskünstler. Okay. Köcher. Trage mehr normale Pfeile, Brandpfeile und Sprengpfeile mit dir rum. Mehr Pfeile tragen. Ja, das ist immer gut. Dann haben wir hier schwere Munitionstasche. Trage mehr LMG, Flammenwerfer, Raketenwerfer und Granatwerfer Munition mit dir. Das kostet 9. Das kostet auch 9, sind 18. Nee, ach. Die kommen halt dann alle schneller wieder zu sich. Das ist. Ob ich da jetzt, ich sag mal, 2 Minuten warten muss oder 4 Minuten oder so, das ist mir egal. Das haben wir noch nicht. Gut. Die schneller wiederkommenden Dinger brauche ich nicht. Da mache ich hier mehr Munition mitnehmen. Und so. Da und da. So. Siehst du wohl. Dann. Wo muss ich denn jetzt hin? Auf der Karte, wenn ich jetzt das hier aktiviert habe. Im Einsatz verschollen. Ach, dahin. Das ist ja gar nicht weit. Gulli, das heißt jetzt Berg hoch. Alles klar, der Bergruf. Keine Ahnung, wie wir da mit dem Ding noch vorwärts kommen, aber. Keine Ahnung, kann man da? Da kann man hochlaufen, hochklettern, aber ich weiß nicht, wo das denn da. Da ist ein Helikopterlandeplatz. Was? Hallo Kollege. Ja, hab dich abgeholt. Warte mal, ich nehme hier mal einen Helikopter, das geht dann schneller. Das war der hier. Einmal fahren, besser gesagt fliegen. So. Und der ist auch schon angekommen per UBS oder wie heißt das dafür mit der Post. So, Kollege, komm rein hier, komm.
Du sollst doch mitkommen. Ja, geil, dreh die Mucke auf. Aber nicht diesen Peggy-Scheiß. Hey. Was ist denn mit dem Shopper hier los? Okay, dann dreht sich einfach so mit. So. Dann einfach mal hier so quer rüber. Und schon sind wir da. Eli hier. Ich kann dich sehen. Hab den ganzen Berg mit Kameras zugepflastert. Das Zentrum ist direkt vor dir und es wimmelt davon, Peggys. Sei vorsichtig. Ich guck erstmal, wo wir hier landen können. Am besten. Abwasserrohr. Soll mich auch noch dreckig machen, du Sau. Okay, mal sehen, wo. Vielleicht hier können wir runter. Da ist viel Platz. Schön mitten auf dem Weg hier. So. Okay. Ach, das ist auch. Uah, hoppala. Ach, meine Katze ist auch da. Ah. Was? So. Oh, da haben wir jetzt so einen. Okay, haben wir doch hier jetzt einen anderen Boot. Ach, du bist ja müde, Katze. Gut, Freunde. Ja, ich bin hier schon wieder bei knapp 20 Minuten und da mache ich für heute jetzt einmal Schluss und wir greifen das denn da in der nächsten Folge an. Bis dahin sage ich, bye bye.